Was? Ich habe ein Schild gemacht? Wie das denn? Willkommen von den Fangsgeräten. Ich bin Morgan Zerkum von den Frakta und ich bin in Another World. Wovor haben wir da jetzt so Angst? Wie habe ich jetzt das Schild gemacht? Also bevor ich da runterspringe, will ich das nämlich erst testen. Nein, nicht runterspringen, bevor ich das nicht weiß. Ich glaube, meine Knarre ist leer, ha? Huh? Ich will nicht warten, bis seine leer ist. Ich glaube, ich habe die echt leer gemacht. So geht's nicht. Interessante Aufzugtechnik auf jeden Fall. Ah, kurz gedrückt halten gibt ein Schild, okay. Tja. Tja. Irgendwas habe ich übersehen. Kann ich die Lampe ausschießen? Ne, meine Knarre ist alle. Ja. Aber eigentlich dürfte die nicht alle sein. Aber sie macht nichts mehr. Tja, Freunde der Nacht, hätte ich das geahnt, dass das so kurz wird, hätte ich nicht gesagt, wir machen zwei Videos, gell? Aber echt, da komme ich jetzt irgendwie nicht weiter. Aber gut zu wissen. Jetzt habe ich Schluck auf. Vor lauter Aufregung. Also wenn meine Knarre noch ging, würde ich sagen, man könnte ja mal probieren, ob man nicht die Lampe ausschießen kann. Dann hört er vielleicht auf zu ballern, weil er sieht ja nichts mehr, hat kein Ziel mehr. Aber irgendwie will meine Knarre auch nicht. Tja. Also ich komme da jetzt nicht weiter, keine Ahnung. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich denke für... Also es ist halt jetzt ein bisschen doof. da spiele ich weiter, jetzt mache ich schon ein zweites Video. Und dann fange ich an zu spielen und komme direkt nicht weiter. Eigentlich doof gelaufen. Nee, mir fällt jetzt auch echt nicht ein. Ich kann ja nicht da runter, wenn ich runterspringe, ich komme auch nicht rechtzeitig dazu, die Knarre zu heben. Aber selbst wenn, also ich kann ja gar kein Schild projizieren, weil die Knarre irgendwie nicht geht.
Also, das ist mir gerade mysteriös. Das ist eine X-Akte. Macht nichts. Okay, aller fort. Dann ist es, wie es ist. Wir setzen den Cut. Also dann. Das ist Another World in der. Ja, ein Remake ist es ja nicht. Eine Neuauflage. So könnte man es ja vielleicht wirklich am schlauesten ausdrücken. Ja, deshalb haben sie es wahrscheinlich auch total schicke 20. Jubiläumsedition genannt. Ist ein Klassiker. Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall sehr interessant zu spielen. Es ist halt wirklich oldschool im Sinne von, man hat ja im Prinzip unendlich Leben und man stirbt ja in der Natur. Und man muss halt wirklich sich überlegen, wie komme ich an der Stelle weiter? Und dann stirbt man halt so lange sich durch, bis man die Lösung rausgefunden hat. Und dann muss man halt das so umsetzen. Das ist natürlich etwas, wie man es heute nur noch sehr bedingt so spielen würde. Aber es ist natürlich schon ein schönes altes Spielprinzip irgendwo auch. Ist natürlich auch herausfordernd, aber auch frustrierend. Zumal es halt auch keinerlei Tutorial gibt, wie man es heute eben standardmäßig hat. Das hat man halt. Keine Ahnung, 90, 91, 92, ich weiß gar nicht mehr. Irgendein Trick kam das auf jeden Fall raus. Sicher auch einfach mal gedacht, so, ach, der echte Zocker, der probiert das halt einfach so lange, bis er selber rausgefunden hat, wie das geht. Macht es halt ein bisschen schwierig, weil vieles entdeckt man halt nur durch Zufall. Ja, wie das mit dem Schild. Da habe ich gerade gedacht, so, was habe ich jetzt gemacht? Ja, es läuft halt über die Pfeiltasten, Steuerungstaste und Leertaste. Und dann muss man halt ein bisschen rumexperimentieren. Grafisch, das Ulkige ist, es ist halt jetzt schon fast wieder schick, weil wir haben ja in den letzten Jahren halt diese explosionsartige Retro-Indie-Pixel hast du nicht gesehen, Welle gehabt. Da haben wir so unfassbar viele unglaublich hässliche Spiele. Da wirkt das hier nicht nur wirklich in Ordnung, sondern es wirkt sogar irgendwie Retro-Kunstmäßig. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber durch die Art und Weise dieser Darstellung, wie man eben sehr minimalistisch ist, das ja auch schon damals dargestellt hat, wirkt das heute aber schon irgendwie künstlerisch. Also das hat was. Ja? Vor 10 Jahren hätte ich noch gedacht, so, boah, ist das schlecht alt geworden. Heute denke ich wieder, ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Wobei ich mir gerade eben gar nicht so sicher bin, ob die das nicht nochmal überarbeitet haben von der Grafik. Also nicht nur klar an die Auflösung angepasst, sondern halt auch wirklich nochmal die Grafik überarbeitet haben. Ich kann mir nicht durchaus vorstellen, dass das Spiel von 91, wird man das einfach bloß übertragen auf eine hohe Auflösung, halt trotzdem übelst pixelig wäre. Und dementsprechend halt nochmal, gut, weiß ich jetzt nicht genau. Ich werde das mal recherchieren und dann schreibe ich euch das bedarfsweise auch noch unten da rein. In den Text, beziehungsweise im Faktorforum natürlich in den zu dem Spiel, ja, bei dem Eintrag des Spiels dazu. Ich verlinke euch da wieder wie immer alle Infos, die ich dazu auftreiben kann. Und ja, ich würde sagen, wir machen einen Stempel drauf. Fragt der Games Archive einen weiteren Titel. Großartig, ich bin begeistert. Und ich zockel weiter ins nächste Spiel. Ich habe jetzt den großartigen Plan. Ich habe jetzt noch ungefähr 15 Spiele installiert bei Steam. Die will ich jetzt dann noch alle aufnehmen für das Factor Games Archiv. Dann höre ich erstmal auf, weiter begeistert runter zu ballern, runter zu lernen aus meiner Steam-Bibliothek, sondern gehe mal an die Let's Plays wieder dran, die ohnehin eigentlich laufen. Also ich habe jetzt auch wieder angefangen hier mit den Total War Spielen und sowas. Das hatte ich ja versprochen, dass ich das mache. Und mache jetzt quasi erstmal meine Festplatte. Ja. Also das heißt, ich spiele jetzt wirklich mal konsequent sehr viele Spiele, die ich angefangen hatte und gesagt habe, die machen wir weiter, die zocke ich jetzt alle mal durch. Das schiebe ich jetzt einfach mal so rein. Ist halt ein bisschen doof, das bremst so ein bisschen das Infactor Games Archiv wieder aus, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch da darauf. Ich liebe dieses Wandern durch die verschiedenen Spiele, aber ich freue mich jetzt auch mal wieder drauf, wirklich mal ein oder, also das heißt ja ein Spiel, aber einige Spiele wirklich auch mal am Stück lange zu spielen. Das ist halt auch immer was anderes als dieses Erkunden, was ich zwar sehr liebe, aber natürlich auch immer ein bisschen anstrengend ist, weil man an einem Abend, wenn man, also ich schaffe in der Regel 3 Spiele an einem Abend, wenn ich genug Zeit habe an dem Abend, und dann jedes Mal sich komplett geistig auf dieses neue Spiel einzustellen. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt, ja, ich bin halt alt. So, wie auch immer,
Das ist another world. Ich denke, wir haben jetzt soweit genug gesehen, dass wir sagen können, jawohl, passt. Dementsprechend, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.